Das geht hier in Richtung Funktionsanalyse schon bei dieser gebrochenen rationalen Funktion, aber ich möchte hier in dieser Übung 1, und ich finde sie super, alles vereinigen, was wir jetzt im Wissensvideo schon gelernt haben und was du auch sonst schon so weißt über Nullstellen, über jetzt die Polstellen, über Asymptoten und so weiter. Wir haben jetzt hier eine Funktion gegeben und ich hoffe, du guckst da jetzt auch schon mit einem anderen Blick drauf als vorher. Denn wenn man auf so eine gebrochen rationale Funktion guckt, dann sollte man immer erstmal schauen, was habe ich für einen Grad im Zähler, was habe ich für einen Grad im Nenner. Im Zähler habe ich in jedem Fall irgendwas mit x stehen und der Grad ist als höchstes 3. Und im Nenner habe ich auch irgendwas mit x stehen und der Grad ist als höchstes 2. Das heißt, wir haben einen höheren Zählergrad als einen Nennergrad und somit haben wir, weil wir ein Grad höher, also die Anzahl der Gradzahlen ist jetzt hier 1 höher im Zähler als im Nenner. Bedeutet also, wir haben als Asymptote eine lineare Funktion und als waagerechte Asymptote, wenn man so will. Und als senkrechte Asymptote, da musst du gucken, was darf ich nicht in den Nenner einsetzen, und das ist eben eine minus 2. Bei minus 2 würdest du einen Nenner von 0 bekommen und das ist mathematisch unmöglich. Insofern müssen wir die minus 2 aus dem Definitionsbereich ausnehmen. Tja, werden wir aber gleich nochmal sehen, was da ist, aber wir sehen es hier auch schon an der Grafik, dass bei minus 2 scheinbar ein Problem besteht. Das soll jetzt erstmal in den Taschenrechner eingegeben werden und das dann hier skizziert werden. Skizziert habe ich schon, gucken wir nochmal ganz kurz auf den Taschenrechner. Ich habe die Funktion hier eingetippt und du musst ein bisschen auf die Window-Einstellung achten. Am besten, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, dann kann man das ganz gut sehen. Wenn das dir nicht gut angezeigt wird, dann liegt das meistens eben an diesen Window-Einstellungen und dann solltest du die nochmal kontrollieren. Okay, vielleicht sind diese Window-Einstellungen jetzt auch nicht optimal, aber du siehst, dass das, was jetzt hier angezeigt wird, dem entspricht, was hier schon abgebildet ist. Problem ist nämlich, dass wir, wenn dann hier so ein bisschen reinzoomen müssten, um die Nullstellen dann zu bestimmen. Das machen wir aber eh gleich rechnerisch, von daher kann ich es mir schenken. Aber ansonsten würde ich jetzt hier mit den Window-Einstellungen dann so ein bisschen reingehen, würde sagen, okay, machen wir mal von minus 10 bis 10, dann komme ich in jedem Fall schon näher dran. Und im Y-Bereich, dann reicht mir auch meinetwegen von minus 10 bis 12. Und dann hätte man hier schon besseren Zoom, dann könnte man besser hier in die Null stellen. Selbst das reicht noch nicht, könnte man noch ein bisschen weiter reingehen. Aber ich denke mal, du verstehst, was ich meine. So, jetzt haben wir die Skizze aber hier und dadurch, dass es farbig ist, können wir es auch ein bisschen besser erkennen. Die Polstelle habe ich eben gerade schon angesprochen, die liegt definitiv bei minus 2, da müssen wir auch gar nicht großartig was rechnen. Da kann man rechnen, wenn man möchte, aber ist eigentlich nicht notwendig. Man kann es erkennen, denn minus 2 führt dazu, dass es hier zu einem Nenner von 0 kommt. Also haben wir hier eine senkrechte Asymptote, eine Polstelle bei minus 2. Du siehst schon, diese beiden Hyperbeläste, die schmiegen sich hier dieser minus 2 an. So, ansonsten kannst du hier noch erkennen, das habe ich eben gerade noch gar nicht gesagt, wir haben jetzt hier im Nenner eine hoch 2, das bedeutet ja immer so ein bisschen so eine Trichterförmigkeit hier, die kann man auch noch erkennen, aber das müsste man gar nicht. Also die senkrechte Asymptote Polstelle, das würde hier schon völlig reichen, wenn man das jetzt hier erstmal erkennt und dann sich als nächstes eben die Nullstellen anguckt. Bei den Nullstellen, da ist hier auch ein Tipp gegeben, die Nullstellen erhält man, indem man den Zähler gleich 0 setzt und das dann auflöst. Also nehmen wir doch mal den Zähler, setzen ihn gleich 0, dann erkennen wir, wir haben zwei Summanden, x hoch 3 und 2x. Und wenn du zwei Summanden hast, wo beides mal ein x drin vorkommt, dann können wir eben ein x ausklammern, dann bleibt uns noch x² minus 2. Somit haben wir also eine Nullstelle in jedem Fall schon mal bei der 0 selber, nämlich das ist ja das x, was hier vor der Klammer steht. Können wir also schon mal als 0 setzen, damit das hier diese Gleichung hier erfüllt ist. Und das siehst du hier auch, naja, schwach, aber man sieht es. Hier ist bei der, genau im Ursprung, bei x gleich 0, da ist eine Nullstelle. Und leicht rechts daneben ist auch eine Nullstelle. Und das ist ja, wenn man x² minus 2 auflöst, dann hat man ja x² ist gleich 2 und dann zieht man noch die Wurzel. Also hat man noch Pluswurzel aus 2 und Minuswurzel aus 2. Und die beiden kann man hier gut erkennen. Das ist also bei ungefähr, 1,4142 und so weiter. Und bei minus 1,4142. Sind das eben noch die Nullstellen, die sich dann hieraus ergeben. Also auch keine große Sache, aber wichtig für uns zum Zeichnen, eigentlich das Entscheidende, weil wenn du die kennst, dann weißt du schon ungefähr so, wie das verläuft. Dann hast du noch die senkrechte Asymptote und dann fehlt uns eigentlich nur noch eine Sache und das ist sozusagen die Asymptote der beiden Hyperbeläste, wenn man so will, die waagerechte Asymptote. Aber das ist ja hier keine waagerechte Asymptote, sondern das ist eine funktionale Asymptote, denn die beiden sind nicht, also erstmal der Zähler ist nicht kleiner vom Grad her als der Nenner und Zählergrad ist auch nicht gleich Nennergrad. Nur in diesen beiden Fällen haben wir waagerechte Asymptoten. Hier haben wir Zählergrad ist um 1 größer als Nennergrad, also haben wir eine lineare Funktion. Und die rechnet man jetzt mit Polynomdivision aus.
Ich habe es dir aber hier schon mal reinkopiert. Das ist nämlich bei y gleich x minus 4. Nehmen wir jetzt erstmal einfach mal so zur Kenntnis, dass das da liegt. Und ich rechne dir das aber gleich nochmal vor, warum das da so zustande gekommen ist. So, wir gucken jetzt aber vorher erstmal nochmal hier ganz kurz mit unserem Lineal da drauf, wie man die jetzt einzeichnen würde. Also, wenn ich jetzt hier eine funktionale Asymptote reinzeichnen würde, müsste ich hier nochmal so ein bisschen eine leichte Anpassung machen. Das ist immer so ein bisschen schwierig hier mit dieser... So ist es aber ganz gut, denke ich. So ist es ausreichend, so dass wir sehen, was ich meine. Okay, jetzt zeichnet man jetzt hier eine Asymptote... Naja, das ist... Ja, doch. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. So, hier zeichnet man jetzt eine Asymptote rein. Ah, gut. Vielleicht lieber hier so drunter ein bisschen. Also du siehst, es ist ein bisschen schwierig, aber dieses Problem hättest du ja auch. Du musst das Lineal halt vernünftig ausrichten und dann kannst du hier eben diese Asymptote reinzeichnen. Und wenn du das machst, dann bleibt eben so ein Strich zurück, der hier eben diese Asymptote hier so andeutet. Ich habe es einigermaßen okay gezeichnet, denn wenn du dir jetzt mal diese Funktion anguckst, dann ist das ja ein y-Achsenabschnitt bei minus 4 und das könnte ja hier wunderbar so sein, ne? Darunter ist minus 5 und da ist minus 4, also das ist schon sehr gut und die hat einen Anstieg von 1 als Steigung und das könnte hier auch sehr gut sein. So, also das hier ist die Asymptote. Jetzt müssen wir noch überlegen, wie sind wir denn überhaupt da hingekommen? Da muss man natürlich die Polynomdivision veranwenden. Ich hoffe, ich habe hier genug Platz. Dazu schreibt man sich einmal den Zähler auf, der da oben in der Ausgangsfunktion steht, also x hoch 3 minus 2x und dann teilt man das durch den Nenner. Aber der Nenner, du siehst es schon, x plus 2 hoch 2, da würde ich nochmal das Binom ziehen, also die binomische Formel hier anwenden, sodass wir dann das in Normalform haben, also x Quadrat plus 4x plus 4. So. Und dann kann man das auflösen. Also, naja, manche machen hier noch so Klammern drum oder so weiter. Das kann man noch machen, um noch ein bisschen das abzutrennen. Und dann sagt man, mit was muss ich x Quadrat, also diesen ersten Summanden hier, dieses erste Glied, multiplizieren, damit x hoch 3 rauskommt. Das musst du mit x multiplizieren. So, und jetzt geht's andersrum. Jetzt schreibst du erstmal hier ein Minus hin, Klammer auf. Und dann hast du x, das soll eine Klammer sein. So, x mal x Quadrat sind x hoch 3, jetzt rechnet man das so zurück und x mal, also x und plus 4x sind plus 4x Quadrat und in diesem Moment merkt man dann schon, okay, das passt nicht so untereinander, also das x hoch 3 und das x hoch 3 passt untereinander, aber das minus 2x und das hier passt nicht untereinander, also muss man hier nochmal alles zurückmachen. Und an dieser Stelle erstmal nochmal auffüllen, das heißt also, wir hätten jetzt hier x hoch 3 und das müssten wir noch auffüllen mit plus 0x Quadrat. So, und dann kann man nämlich erst das Glied dazu packen, minus 2x und theoretisch hier hinten noch plus 0. Dann hätte man eine vollständige Funktion dritten Grades und das teilen wir jetzt, machen wir nochmal Klammern drum. So, das teilen wir jetzt durch eben das, was ich eben gerade schon hier hingeschrieben habe, also x² plus 4x plus 4, das ist ja der Nenner. So, jetzt fangen wir damit nochmal an. Jetzt sagen wir, okay, womit müssen wir x² multiplizieren, damit x hoch 3 rauskommt? Natürlich mit x und dann haben wir hier Minus und dann rechnen wir das zurück. X mal x² sind x hoch 3 und x mal 4x sind plus 4x². Und x mal 4 sind plus 4x. So, und mehr kann man da jetzt nicht machen. Also Klammer zu, Strich drunter und jetzt wird untereinander gerechnet. X hoch 3 minus x hoch 3 fällt weg. 0x² minus 4 sind minus 4x². Minus 2x minus 4x sind minus 6x. Und hier hinten das mit der 0 ist irrelevant. So, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, womit muss ich x² multiplizieren, damit minus 4x² rauskommt? Naja, mit minus 4. So, und minus 4 mal x² ist dann also minus 4x², das schreibt man da drunter, aber packt das in eine Klammer mit einem Minuszeichen hier vor. So, und dann noch mit den anderen Termen hier multiplizieren, minus 4 mal 4x sind minus 16x. Und minus 4 mal 4 sind minus 16.
So, hier kann man noch die plus 0 runterziehen und so weiter. Okay, tja, wir haben jetzt hier schon x minus 4. Du bist sozusagen hier schon bei einer Zahl. Das heißt, viel weiter geht es nicht. Das, was jetzt hier noch bei übrig bleibt, ist halt sozusagen noch ein Rest. Das heißt, wenn ich hier das noch ausrechne, das fällt weg. Da hat man minus 6x plus 16x sind plus 10x. Und plus 16. So, und jetzt sieht man schon, womit muss ich x² multiplizieren, damit das, also da kommt schon was Gebrochenes raus. Das heißt, das, was man da jetzt noch hat, das packt man, also 10x plus 16 und schreibt das hinten so als Rest dann zusammen und teilt das eben durch das, was ich grundsätzlich hier als, ja, als Teiler genommen habe, also x plus 2 hoch 2. Das ist ja wieder die ursprüngliche Form hier von hier oben, die Nennerform, die ich nur umgeformt habe, weil das ist dann ein bisschen schicker. So, das Ganze hier hinten ist der Rest. So, was sagt der Rest aus? Der Rest, das hatte ich ja im Wissensvideo schon mal gesagt, der sagt nur Folgendes aus. Wie weit sind die Funktionswerte der grünen Funktion, also der Ausgangsfunktion, von der Asymptote entfernt? Und wenn das x sehr klein ist, also nah bei 0, siehst du schon, dann sind eben die Funktionswerte relativ weit entfernt von der roten. Aber umso größer x in Richtung unendlich geht oder in minus unendlich, sind sozusagen die Funktionswerte immer näher an der Asymptote dran. Und das kann man auch erkennen, weil nämlich dieser Ausdruck hier läuft für x gegen unendlich, nämlich gegen 0. Und deswegen laufen die Abstände zwischen Asymptote und Funktion auch gegen 0. Und das kann man hier wunderbar sehen. Anders interessiert uns sozusagen dieser Rest hier überhaupt nicht. Das, was wirklich wichtig ist, steht hier vorne und das ist x minus 4. Und das bestätigt nochmal das, was ich hier vorhin angegeben habe. Denn das, was links vom Rest steht, das ist die Funktionsgleichung unserer Asymptote. Und die habe ich hier schon eingezeichnet und die sieht man wunderbar, dass das auch wirklich die Asymptote, die funktionale Asymptote hier für meine Ausgangsfunktion ist. Und das ist eben mein Rest, der sich ergibt. Und das Wichtige, also das, was für uns wirklich hier die Lösung dieses Problems ist, dass eben die Asymptote zu dieser Funktion f von x ist y gleich 3x. So, das ist die Asymptote zu unserer gebrochen rationalen Funktion hier. Dieser Rest, das ist immer nur der Abstand zwischen den